Da bin ich schon wieder. Hallo. Ja, wir machen direkt weiter hier, Schlag auf Schlag. Und wie immer bin ich hier in meiner kleinen Höhle. Aber was wollten wir denn heute machen? Zuerst möchte ich, nachdem wir gleich zu unserem Quarry gehen und den mit Strom versorgen, will ich einmal gucken, was denn... okay, ist noch voll. Was denn mein Turtle unten so treibt. Den werden wir dann mal auf neue Diamantensuche schicken. Und vielleicht hat er ja auch schon den einen oder anderen gefunden, denn wir wissen ja, für unseren hier den Logger, also den Holzfäller, den wir uns noch bauen wollen, brauchen wir 5 Diamanten. Ja, das ist viel, ich weiß, aber es hilft ja nichts, müssen wir machen. So, dafür laufen wir dann gerade mal runter oder fliegen vielmehr runter. Und unten angekommen werde ich meinen Turtle erst einmal mit einem Namen versehen und den dann hier weiter durch die Gegend schicken. Wie voll sind denn meine Taschen? Naja, wie immer voll, ist ja klar. Gut. Da hinten. So. Ach, warte mal, jetzt muss ich mal schauen. Ich habe doch irgendwie gelesen, ich hätte am Eingang oder was Diamanten übersehen. Nee, kann ja nicht sein. Ne, das da oben sind keine Diamanten. Ha, aber möglich, dass ich ja vielleicht wirklich was übersehen habe. Nee, hier ist noch Obsidian. Hier ist sonst nichts mehr. Hier ist ja eigentlich auch nichts drin. Na, komm. Hoch. Außer Lava ist hier nichts. Nee, da ist noch Redstone. Hier, Redstone, Freunde. Ganz wichtig, nehme ich jetzt auch mal mit. Denn ich habe ja nicht mehr viel. Haben wir beim letzten Mal gesehen. Redstone wird langsam echt zur Mangelware. Erde. Nein, wir machen das mal mit Pflastersteinen zu. Da haben wir noch Eisen. Da haben wir noch ein bisschen Gold. Und hier ist da wieder dieses... ist das Silber oder so? Ne, ich weiß es gar nicht mehr. Ist egal, wo wir gerade hier sind. Nehmen wir es einfach mal mit. So, ist voll... So, komm da raus. Dann nehmen wir auch, komm, wenn wir gerade schon da sind, hier Eisen auch mitnehmen. Fertig. Und weiter geht's. Da ist ein Loch, das machen wir zu. Da ist noch eine Kiste. Diese Kiste beinhaltet nur Müll. Eigentlich brauchen wir nicht. Aber hier, das nehmen wir mit. Aber ich bin eigentlich ja, wie gesagt, für Diamanten hier. Denn... wir haben ja doch einiges vor noch. So, warum haben wir denn hier... ach, hier unten ist ja auch noch... ach, warte mal, da ist noch Redstone. Nehmen wir mit. Genau wie dieses Redstone. Und da geht es noch tiefer runter. Okay, scheint erledigt zu sein hier. Gut, was ist mit dir? Dich können wir bestimmt auch nochmal gebrauchen. Na, zu. Jo. Wunderbar. Was haben wir denn hier noch alles drin? Ach ja, das ist auch wieder so ein Zeug, was wir... ach nee, warte mal, das ist ja Kohle. Doch, die können wir gebrauchen. Das ist ja kein Zeug. Das ist wichtig. Da ist noch Kohle, da ist noch Kohle. Und da drunter auch. Dauert ja ewig. So, komm. Dann nehmen wir uns die Kohle mit. Die Kohle verarbeiten wir ja dann weiter, wie wir es gewohnt sind. Ach ja, komm. Auch wenn es lange dauert und ich währenddessen ertrinken muss. Oh, das war zu wenig Luft zum Überleben. Gut. Ja, wie gesagt, daraus machen wir uns einfach Industriediamanten. So. Nehmen wir mal die Schaufel zur Hand und da geht's weiter. Ja, dann fällt mir bestimmt von oben jetzt die Decke auf den Kopf. War mir klar.
Ach, komm, kämpf dich raus. Oh, hier liegt auch noch Kohle. Und da hinten noch ein bisschen. Das nehmen wir auch eben fix mit. Ja, und dann mal gucken, ob wir uns diese 5 Diamanten, die wir brauchen, hier raus herstellen können. So, hier können wir... Oh! Wow! Diamanten! Wow! Ich fasse es nicht. Ich habe Diamanten gefunden. Boah, direkt hier. Was mal? 4 Stück. Und meine Tasche ist voll. Ja gut, dann lassen wir die Diamanten einfach liegen. Nein, natürlich nicht. 4 Diamanten. Wie geil ist das? Ha! Ah, komm, dafür hau ich direkt mal eine Fackel raus hier. 4 Diamanten. Oh Mann, das ist ja der Hammer. Ja, damit hat sich ja unsere Suche doch schon gelohnt. Sehr geil, die Aktion. Sehr geil. Ja gut, ist klar, hier finde ich jetzt erstmal nichts mehr an Diamanten. Aber ist ja klar, ich habe da gerade schon was gefunden. Boah, wie cool. Aber klar, ne, hier ist ja auch Diamantenlevel. Das heißt, hier könnten ja auch ein paar Diamanten sein. So, machen wir hier mal eben zu. Und hier bauen wir uns den Kram auch noch ab. Und Redstone, wie gesagt, ganz wichtig, müssen wir mitnehmen. Und wenn wir gerade schon da sind, nehmen wir das Eisen auch mit. Noch mehr Redstone. Ah, hier ist aber echt viel, du. Viel von allem. Ja, komm. Ja gut, und von dem Zeug, wie gesagt, ich weiß noch gar nicht, was man damit so wirklich anfangen kann. Habe ich noch keine Verwendung für. Aber hier für mein Eisen natürlich. Von daher, aber hier Redstone. Oh, niemals nach unten graben. Zumindest nicht, wenn wir hier auf so einem Lava-Level sind. So. Und schon wieder kein Platz mehr. Mensch, was denn hier los? Was schmeißt man stattdessen weg? Ah, nicht meine Birkensetzlinge. Ach, hier, Kies. Kies kommt weg. Und kämpf dich hoch. Gut. Was hat man denn hier noch gehabt? Nix, da waren wir schon. Und was ist hier drin? Ja, auch noch eine ganze Menge Kram, die wir jetzt erstmal nicht brauchen können. Ach, ich kann meinen Turtle gar nicht abbauen, weil ansonsten fallen hier die ganzen Sachen raus. E. Immer drücke ich auf E. Ich will nur aus dem Inventar raus. So. Wir benennen den gerade mal mit Tunnel 1. Label Set Tunnel 1. Gut, alles klar. Dann packen wir uns gerade hier ein bisschen in diese Kiste, die hier vorne steht. Ja, so, das und das, und das und das und das und das. Ja, komm, ist gut. Und dann bauen wir uns den Turtle ab und stellen den woanders wieder hin. Hier, wo habe ich jetzt meinen Turtle? Da, Mining Turtle, Tunnel 1 heißt er. Das Wichtige, also da, wo wir noch Platz für haben, nehmen wir dann auch wieder mit. Rubber und haben wir keinen Platz mehr. Gut, ist egal. Dann kommen wir später wieder und holen uns das ab. Ja, und dann lassen wir den einfach mal in die andere Richtung wieder graben. Und wir gehen hoch und bauen uns, ja, unseren Logger fertig. Ah, Moment. Redstone noch mitnehmen. Richtig, genau hierhin. Und starten. Also, warte mal, Kohle in Slot 16 legen. 4, 8, 12, 16, das ist hier unten der.
Dann brauchen wir Fackeln in Slot 15 und noch ein paar Kisten in Slot 14. So, Höhe, wie viel hoch? 3 hoch. Wie viel breit? 4 breit. Und die Länge machst du einfach mal 30 mit einem Abstand von 5, um die Fackeln zu setzen. Oh. Ach ja, gut, klar, hier ist ja, da können wir mal sehen, dass mein Lavavorrat eigentlich schon fast erschöpft ist. Ja, komm, das machen wir mal weg hier. Das brauchen wir jetzt nicht. Oh, ja, ihr seht, hier ist nicht mehr wirklich viel. So. Pflastersteine machen wir auch wieder zu. Gut. Ja, du gräbst mir hier auf jeden Fall erstmal einen schönen Tunnel. Und ich kann mir hier noch ein bisschen Eisen mitnehmen. Ja, aber ist doch perfekt. Jetzt haben wir schon so viele Diamanten gefunden, dass es uns doch ein leichtes sein sollte, die 5 Diamanten aufzutreiben. Also 4 haben wir schon. Einen machen wir noch aus Kohle. Oh, hier ist auch noch Redstone. Na, wenn wir gerade schon mal da sind. Nehmen wir es mit. Gut. Und hier ist noch Eisen. Naja, gut, komm, gehen wir erstmal wieder zurück. Option normal, okay. Ich wollte schon sagen, nicht, dass ich hier wieder ohne Monster spiele. Wollen wir ja nicht. Gut, dann flott nach oben. Oh, und es ist Nacht. Dann hauen wir uns gerade mal aufs Ohr. So lange, bis es wieder hell ist, bleiben wir jetzt eiskalt hier liegen. Ohne Gnade. So, guten Morgen. Nee, wir gehen nicht da lang, wir gehen hier lang. Komm, einfach noch der alten Zeiten wegen springen wir hier wieder runter. Uhu. So, mit Jetpack ist das natürlich alles viel angenehmer. Und hinüber. Also, nicht ich. Hier hinüber. Gut. There we are. Kohlestaub. Kohlestaub, Kohlestaub. Kohlestaub. Kommt dann in den Kompressor. Und da machst du mir jetzt mal ein bisschen hier von den Bällchen raus. Was haben wir hier? Gut. Aber Moment, wir können uns ja dann schon mal anfangen. Ach nee, warte mal, hier haben wir ja schon. Wir haben ja schon angefangen. Genau. Ach nee, warte, wir brauchen noch Kupfer, ne? Denn wir brauchen noch mehr Bronzebarren. Richtig, da war was. Ich erinnere mich ganz vage. Aber packen wir erst einmal in unsere Rolling Machine. Ja. Wir brauchen Diamanten und wir brauchen Redstone. Müssen wir das hier rein tun? Nein, wir müssen das hier rein tun. Ja. Und da brauchen wir wieder unseren Redstone für. Den ich jetzt weggetan habe. Nehme ich hier hin. Und wir brauchten, ich glaube, noch Glas. Richtig, wir brauchen noch Glas. Aber Glas haben wir auch noch in der Tasche. Hier. Kommt das Glas wieder dahin. Okay, dann ist hier voll. Dann Redstone links und rechts. Und hier kommt noch ein weiterer Diamant hin. So, da haben wir noch Eisen. Da ist noch Eisen. Kupfer und Zinn haben wir nicht. Obwohl Zinn haben wir hier noch irgendwo rumfliegen. Da. Aber Kupfer nicht mehr. Einmal Kupfer.
Einmal 10, ja, aber das nutzt nichts. Da haben wir 7-mal Bronze, ich brauche aber 8-mal Bronze. Mensch, das läuft hier spitze. Ach, wie ärgerlich, wie ärgerlich. Haben wir hier noch was drin, was wir gebrauchen können? Nein. Eisenbarren. Gut, wie weit bist du? Machst mir da wieder... Wieso mache ich denn so einen Quatsch? Weiß auch keiner, ne? Könnte auch mal hier dazwischen schreien und sagen, nein, tu's nicht. Was braucht man denn? Feuersteine, glaube ich. Wie viel haben wir denn eigentlich davon noch? Gucken wir mal. Haben wir keine Feuersteine mehr? Oh, oh. Keine Feuersteine mehr. Feuerzeug, ja, Feuersteine. Nee, haben wir nicht mehr. Dann bleibt uns ja schon fast gar nichts anderes übrig, als Feuersteine zu organisieren. Ja, wer hätte denn das gedacht? Dann werden wir uns da mal so lange hier ein bisschen auf Kies klopfen, bis wir die vier Feuersteine, bis wir die generell die Feuersteine noch haben. Eins, zwei. So schnell macht man Feuersteine. Wenn wir jetzt noch genauso schnell den Kohlestaub machen könnten. Gut, dann brauchen wir ja nur noch 3 Stück. Habe ich nicht noch Kohlestaub hier? Müsste ich doch irgendwo haben, ne? Aber zumindest hier. 1, 2, 3. Gut, aber da ich ja das gar nicht mehr in der Tasche habe, mein Pocket Crafting Table, müssen wir das jetzt hier wieder machen. Auf klassische Weise. Und zwar, da haben wir 8 Kohlebälle. So, die dürfen wir jetzt in den Kompressor packen. Und das, was da rauskommt, müssen wir mit einem Block Obsidian, den wir auch mal hatten, da verwandeln. Gut. Ach ja, Kupfer. Hatten wir ja keinen mehr, hatten wir gesagt, ne? Ach, wie schade, wie schade. Hier haben wir auch kein Kupfer, nö. Hier dürften wir auch nichts mehr drin haben. Ja gut, drüben. Doch, hier ist Kupfer. Guck mal, wie cool. Ha! Gib mir ein. Ja, ist er praktisch. Dann können wir uns da ja auch nochmal schnell unser robustes Gehäuse draus zimmern. Das robuste Gehäuse knallen wir dann hier nochmal mit hin. Dort. Ich glaube, das müsste richtig sein. Richtig. Und dann kommen dann da noch die 3 Diamant-Tubes hin, die wir uns ja dann hier machen. Da machen wir uns mehr draus. Aber nur 3 Stück geht halt nicht. Ach, okay. Das scheint noch ein wenig zu dauern. Ja. Was machen wir denn stattdessen? Ah ja, da fällt mir ein, wenn wir doch schon den Holzfäller haben, können wir uns ja auch nochmal ein paar Zinnzahnräder herstellen. Oh, hier liegt noch Pflasterstein. Und Pflasterstein, Quatsch, da liegt ein Feuerstein. Pflasterstein hatte ich in der Tasche, den brauche ich jetzt. Gut, du in die Mitte. Und irgendwie bin ich heute noch am Schlafen. Ein paar mehr Pflastersteine werde ich dann schon brauchen. Gut.
Zwei Zahnräder aus Zinn. Dann brauchen wir aber noch so einen hier aus Zinn. Dann brauchen wir Eisen, Redstone und Pflastersteine und Holz. Wo ist denn schon wieder mein Holz? Ach. Ich übersehe das ganz gerne auch mal. Haben wir wieder hier irgendwie nix. So. Nehmen wir uns mal die Pflastersteine zur Hand. Dann Holz obendrauf. Eisen und Redstone. Dann haben wir einen Kolben. Dann kommt hier Glas hin. Meine Zahnräder aus Zinn. Und das. Und schon haben wir wieder einen elektrischen Motor. Den können wir bestimmt nochmal gebrauchen. Nämlich jetzt gleich. Ne. So, das kommt dann wieder hier rein und dann warten wir. So, also nochmal eben kurz checken. Ah ja, wenn wir den Diamanten haben, dann machen wir uns den Logger. Mit dem Logger und dem elektrischen Motor haben wir dann eigentlich alles zusammen. Dann brauchen wir noch die Birkensetzlinge. Dann brauchen wir aber noch ganz wichtig, wir brauchen noch Kisten. Da haben wir schon mal eine. Ja, ach ja, komm, das reicht. Dann brauchen wir noch Pflastersteine und Glas und normale Steine brauchen wir eigentlich noch. Wo habe ich denn die wieder hingetan? Hier irgendwo Pflastersteine, Pflastersteine. Da, Steine. Und nochmal Glas. Denn dann machen wir uns einmal normale Steinentransportrohre und dann machen wir uns einmal Pflastersteine-Transportrohre und dann machen wir uns auch noch eiserne Transportrohre. Wenn wir die nicht schon haben, ach, da hatten wir sogar schon noch steinerne Transportrohre. Ich glaube, ich hatte doch mal welche aus, ah, hier sind noch Diamant. Brauchen wir nicht. Pflasterstein ist gut. Ich brauche aber die aus Eisen. Hatte ich keine mehr. Ach, macht nichts. Dann stellen wir uns da nochmal schnell was her. Dafür Glas in die Mitte, Eisen links und rechts. Und dann haben wir das. Zusammen mit einem Schraubenschlüssel können wir die dann auch verstellen. Dann haben wir die Truhe. Ja, müsste passen. So, wie weit bist du denn? Hey, ein Diamant ist fertig. Diamant kommt dann bitte mit hier rein und huhu, 4 von den Röhren haben wir. Knallen wir die doch einfach mal hier rein und schon haben wir den besagten Holzfäller. Herzlichen Glückwunsch. Dann kommst du dort rein. Ja, jetzt habe ich alles, was ich brauche. Aber wieder mal nichts zu essen. Da, Brot. Habe ich nicht letztens gesagt, ich wollte mir das ganz groß auf die Fahne schreiben. Ich esse jetzt immer ganz fleißig. Es reicht nicht. Ja, essen wir ein bisschen verrottetes Fleisch. Was soll's. Boah, habt ihr auch das Gefühl, dass immer Nacht ist, wenn ich rausgehe? Hm. Ja. Macht ja nichts. Wir machen jetzt auf jeden Fall Eier. So. Und wenn wir dann ausgeschlafen sind, aktivieren wir unsere Forestry Baumfarm und dann knallt das hier richtig mit der Holzproduktion. Oh, nicht hier kaputt machen. Nicht aufs Bett hauen. So, und hinunter. Oh, auch meine Scheune brennt's. Hier unten, da steht auch noch ein Kollege. Und da hinten verbrennen sie auch. Ja, macht ihr mal. Ah ja, und hier die Bienchen. Irgendwann werde ich mich auch mal um die Bienchen kümmern. Und dann erkläre ich, wie das mit den Bienchen und den Blümchen funktioniert. Puh. Wo laufe ich eigentlich lang? Ach, egal. Ich kenne ja den Weg.
So, hier kommt im Übrigen später mein Haus hin. Nur, dass ihr euch schon mal an die Stelle gewöhnen könnt. So, da haben wir doch schon was. Ach, kämpf dich rüber. Wie sieht denn meine MFE aus? Okay, die ist voll. Das ist cool. Und mein Minecart ist irgendwo da hinten, glaube ich, auf dem Weg. Und wie sieht's hier aus? Du bist fast voll. Sehr gut, sehr gut. Aber wir machen uns jetzt erst einmal eins, zwei. Juhu. Perfekt. Gut, elektrischer Motor. Okay, da steht ja noch gar nichts drauf. Dann kann der auch nichts machen. Dann kommt hier... Kommst du dahin? Du kommst dorthin. Ach, ich habe gar keine Redstone-Fackel dabei. Guck mal, ist was, was ich vergessen habe. Da kommt dann die Redstone-Fackel hin. Wieso läufst eigentlich du, Motor? Wo steht denn hier? Ach, da steht die Fackel. Na gut, ja, das macht Sinn. Oh. Haben wir keine Erde mehr. Macht ja nichts. Also, hier arbeiten die jedenfalls fleißig. Und unsere Kiste stellen wir einmal hier hin. Dann kommt von hier kommt. Nee, anders. So, da kommt die. Da kommt Dings raus hier. Sand. So. Perfekt. So habe ich gar keine Eisernen gebraucht. Ach ja, weiß auch nicht, was ich da gedacht habe. Gut, jedenfalls werde ich jetzt hier eingemauert und passt das. Müssten zwei noch frei sein gleich. Wenn der mal hier fertig arbeitet. Ja, müsste. Da drüben, genau. Dann haben wir nämlich noch zwei Abstand. Eins, zwei und hier drüben auch ein, zwei. Ja, perfekt. Genau so war es geplant. Ja, hier, ihr arbeitet jetzt fleißig. Ach, guck mal, die Setzlinge, Birkensetzlinge, bitte rein. So, also nochmal gucken. Sand wird hier raus transportiert. Die Setzlinge werden hier raus transportiert. Aber da fällt mir doch ein, warte mal, dann kann ich doch die Setzlinge doch direkt hier rüber machen. Da kommen mir nur Setzlinge raus und hier an der Seite kommt ganz normal das Holz raus. Also sollten wir hier in der Kiste nur Holz und Sand haben. Soweit der Plan. Dann nehmen wir uns gerade noch mal ein bisschen Erde. Und wir haben uns wieder viel zu viel von allem hergestellt. Naja, macht nichts. So, guck mal, da haben wir ein bisschen Kupfer wieder. Zinn, auch eine ganze Menge. Sehr cool. Ah, kämpfen. Gut. Und hier machen wir auch mal wieder zu. Sieht ja auch nicht so schön aus, ne, wenn wir hier so ein offenes Loch haben. Wir wissen ja, wo es lang geht. Ja. Gut, hier ist also jetzt alles munter am Arbeiten. Und jetzt wollen wir nur mal gucken, ob denn mein einer Geothermalgenerator das alles so auf die Kette kriegt. Naja, müsste passen. Also zumindest jetzt mit Tageslicht noch bleibt er immer voll. Ja. Cool, cool. Gut, dann haben wir also unsere Baumfarm. Und die versorgt uns dann fleißig mit Holz. So, hier ist soweit auch alles klar. Und hier haben wir auch noch ein bisschen Platz. Da können wir mal schauen. Hier können wir dann uns ja auch noch mehr von dem Dünger herstellen. Ich glaube, so war das angeordnet, ne?
gucken. Dann kriegen wir aber sehr viel Dünger wahrscheinlich daraus. Jo. Aber macht ja auch nichts. Denn den Dünger kann man immer gebrauchen. Oh, Moment. So, den legen wir uns dann mal... Ne, den legen wir uns auch hier in die Kiste. Perfekt. Ja, jetzt müssten die Bäume nur noch wachsen. Und dann haben wir da auch schon viel Freude mit. Dann gucken wir mal, wenn wir die hier abholzen, ob wir da nicht noch den ein oder anderen Setzling bekommen. Hey, dreimal auf Holz geklopft, Errungenschaft. Schön, schön. Hier die Bäume nehmen wir auch mal weg. Sorgen wir für großes Waldsterben. Ja, aber dann haben wir es ja doch heute geschafft, dass wir unsere Baumfarm fertiggestellt haben. Und dann können wir uns ja in der nächsten oder in einer der nächsten Folgen, können wir uns darum kümmern, ah, jetzt ist gerade mein Minecart weggefahren, dass wir Lava von dem Vulkan hier rüber kriegen. Denn da vorne dieses kleine Becken ist ja, müsste jetzt bald zu Ende sein. Und dass hier trotzdem alles noch weiter funktioniert. Ah, guck mal hier. Der wird jetzt gleich abgeholzt. Wenn denn alles funktioniert. Strom gibt's auf jeden Fall. Ach ja, mal Achter. Seht das? Er holzt das jetzt nach und nach ab. Und schon kommt hier mein Holz rein in die Kiste. Das legen wir nochmal zusammen. Und ihr seht's, es stackt sich hoch. Ein Traum. Ein Traum. Gut, und wenn jetzt hier noch Setzlinge fallen würden, wäre das noch schöner. Und da kommt auch wieder mein Minecart an. So, hier drüben haben wir aber Setzlinge. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Und knallen die hier rein. Zack. So, dann kannst du jetzt mal die Setzlinge wieder setzen. Ah, und hier drüben kommt auch noch ein Setzling. Ja, genau so ist das geplant. Es funktioniert. Cool. So, wenn wir jetzt noch viele, viele Diamanten mehr hätten, hätten wir uns das Ganze jetzt auch nochmal als Gummibaumfarm machen können. Mache ich aber erstmal nicht. Denn das reicht ja auch so und Gummi habe ich ja. Jetzt müssen wir uns noch dann wieder weiteres Kupfer besorgen und Gummi und so. Und dann geht die Luzi hier weiter ab. Also hier baut sich jetzt alles weiter wunderbar auf und ab. Sehr gut. Ja, und wenn wir dann hier also ein bisschen Holz gesammelt haben, kann ich ja dann schon mal anfangen, drüben mein Territorium abzustecken, wo dann mein Haus hinkommt letztendlich. Aber dazu alles dann später. Oder was ich auch machen könnte, da ich ja jetzt hier auch so viel von dem Zeug schon habe, guck mal hier, wie viel Scrap wir jetzt schon haben, könnten wir uns auch langsam mal darum kümmern, das Ganze zu verarbeiten und uns ein... Hier, Dingsbums hier bauen. Wie heißt das? Na, ihr wisst, was ich meine. Ein Mass Fabricator. So. Denn so viel Scrap und so ergibt dann doch schon auch wieder den ein oder anderen Diamanten. Perfekt. Aber was ich doch... Ach komm, das wollte ich jetzt nochmal schnell machen. Nämlich eine extra Kiste nochmal für... nur für... meine Erde. Dann stellen wir die nämlich nochmal hier hin. Bauen wir uns aber ja natürlich erstmal eine. Eine Truhe. Ja, ich wollte eigentlich zwei machen. Habe ich irgendwie verbeilt. So, wo stellen wir denn die hin? Tja, hier kommt das raus. Hier. Gut, dann machen wir ein Pflastersteinernes und in Grün kommt dann die Erde. In Grün kommt dann die Erde. So, gut, dann wird dann hier also die Erde rein transportiert. Machen wir uns aber aufgrund des Platzmangels doch nochmal eine weitere Kiste. Alles mit dem guten Birkenholz. Ja, okay, eine. So. Wunderbar.
Machen wir hier schon mal den Anfang. Damit nämlich hier genug Platz ist für alles Weitere, obwohl das müsste eigentlich reichen. Aber man weiß ja nie. Gut, ach komm, dann nehmen wir den Rest auch noch raus hier. Wunderbar. Ja, das war's aber dann jetzt auch schon für die heutige Folge. Sind wir gut durchgekommen. Hier funktioniert alles vorzüglich. Klasse. Ja, so kann es weitergehen. Also in der nächsten Folge dann, wie gesagt, müssen wir gucken. Entweder wir holen uns die Lava vom Vulkan hierher oder wir fangen schon mal mit unserem Haus an. Oder ich weiß es nicht. Wir werden ja sehen, was wir tun. Das also dann in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.